weiter. Ja, da werden wir noch jede Menge Kies brauchen. Wird mal wieder Zeit, unsere Kiesmine zu besuchen. So, und hier in der Länge geht er dann halt bis zum Burg direkt durch. So, jetzt mache ich hier erstmal den Boden rein. Auch hier. So. Hier braucht kein Boden rein, da kommt kein Kies drauf. Hier noch. So, den Rest, den können wir jetzt für die Lücke hier verwenden. Sollte der nur bis hier hingehen, der Kiesweg? Sieht hier fast danach aus. Okay, ist mir recht. Dann könnten wir hier ja quasi das Ganze schon mal für den Weg nutzen, der auch auf dieser Seite hinkommt. So. Ah. So. So. Nicht ganz. Der noch weg. Der weg. Der weg. So. Das war's? Ne, zwei Stacks haben wir noch. Vielleicht kriegen wir die Lücke ja zu. So, so, so. Einen halben, anderthalb Stacks haben wir noch. Sieht doch wunderbar aus, das wird passen. So, und jetzt zimmern wir uns hier ein neues Haus hin. So, wie machen wir das? Erstmal würde ich sagen, machen wir mal Boden rein. Für die unterste Etage. Nee, na gut, lassen wir den hier drin. Da können wir dann später die erste Etage schon mal dranhängen. So, und ausfüllen. Eigentlich immer, man baut diese Häuser irgendwann immer nach dem gleichen Prinzip. Weil das sind so einfach diese 0815 Häuser, die kriegen nicht wirklich Einrichtung. Die existieren quasi nur, damit man Gesellschaft hat. Man betritt sie nie wieder. Man zieht die Nase hoch dabei. Ah, komisch, als ich mir vorgenommen habe, heute nimmst du auf, ging es mir eigentlich noch top. Aber wahrscheinlich, weil das Reden strengt ja an. Das glaubt einen kaum einer, wenn man es ihm sagt. Ich habe wirklich Hochachtung vor diesen Bühnenrednern, die sich dann dorthin stellen und zwei Stunden am Stück das Publikum unterhalten. Also die müssen danach wirklich Kopfschmerzen haben von hier bis, keine Ahnung wo. So. Also ich habe schon ungefähr einen Plan im Kopf, wie es aussehen könnte. Ob es dann auch gut aussieht, ist eine andere Frage, aber der Plan steht schon mal. So. Zu weit gedacht. So, hier kommt das erste Fenster hin. Das kriegt jetzt hier einen speziellen Fensterrahmen. So. Und darum kommt halt das Holz. Und noch eine Reihe drauf.
Eins, zwei. Oder? Warum müssen das eigentlich immer zwei Türen sein? Sagen wir hier nur eine Tür hin. Dafür kann hier noch ein kleines Fenster hin. Oh, Nacht. Thierry, wie gerufen, wir haben. Fragt mich nicht, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich habe einfach irgendwie wahllos in der Gegend herumgeklickt. So. Jetzt haben wir hier. Nee, lassen wir das. So, jetzt haben wir schon mal. Gefällt mir nicht. So. So, jetzt langen wir, hier sind zwei Räume drin. Einmal der Raum, einmal der Raum. Und auf der Seite ist quasi der große Raum. Da kommt hier vielleicht eine Sitzecke rein. Hat natürlich dann auch ein großes Panoramafenster. Ein bisschen Böcke haben wir ja noch. So. Hinten raus brauchen wir gar keine Fenster, weil auf die Mauer starren. Können sie auch woanders. Könnten wir theoretisch mal ein Bild an die Wand hängen. So, davon haben wir auch noch genug. Dann kriegen wir vielleicht sogar die erste Etage fertig. Ziel ist es dadurch, hier quasi auch mal so einen Ort zu machen, in dem wir Kisten lagern können. Ohne dass wir sie jetzt in der Umgebung rumstehen lassen. Erstmal die fünf. Dann lass mal hier umwandeln. Das können wir stacken. So. Hier könnten wir den. Ach. Hallo, das ist ein Fenster. Kommt gefälligst durch die Tür, du Arsch. Hab ich nicht gerade was gesagt? Oh. Das ist zum Naserümpfen. So, ich trinke mal kurz einen Schluck. In der Hoffnung, dass die Halsschmerzen dadurch besser werden. Tun sie nicht. Naja. Ich mach so lange, wie es geht, denn die Folgen brauche ich. So, was ich jetzt überlegt hatte, das war, dass man in der höheren, eine Etage höher, jeweils 1, 2, 3 absteckt. 3. Ja, dann wäre das Haus natürlich sehr, na, breit. Naja. Lassen wir es erstmal so. Dann halt da oben noch eine zweite Etage hat. Und so kleine Balkone halt an den Rändern. Na, mit dem Holz sehe ich schwarz, dass wir damit auskommen. Das heißt, hier könnte die Treppe hin. So. Mal dort in die Ecke gesetzt. So, da haben wir genug Treppensteine.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. Sieht ja gar nicht beschissen aus, doch. Naja. Gucken wir einfach mal, wie es wird, wenn es fertig ist. Ich bin ja eh der Typ Mensch, der baut eher drauf los und guckt dann, ob es gut aussieht. Verfolgt erstmal eine grobe Idee im Kopf und verfeinert sie dann in den nächsten Schritten. So. Da machen wir noch Zäune dann. So. Jetzt würde ich sagen, setze ich hier noch eine zusätzliche Wand rein. Ich finde, die Treppe ist zu breit einfach. Dadurch könnten wir das Fenster natürlich nur noch bis hier machen. Das lohnt sich auch nicht, hier irgendwie ein kleineres Fenster reinzusetzen. Das passt vorne und hinten nicht. So. Und schon haben wir diesen großen Raum in zwei kleine unterteilt. Ist eigentlich die perfekte Nische für so einen Eckschrank hier. So. Eine kleine Nische hier. Dann machen wir das wieder ein schmaler. Oder lassen wir die Treppe so. Haben sie hier aber eine etwas kleinere Sitzecke nur. Und das Fenster gefällt mir so auch noch nicht. Oh Gott. Genau auf mich draufgesprungen, du. Ach. Hier haben wir aber auch eine Zielgenauigkeit beim Jumpen. Da kommt gleich noch eine. Wir brauchen ein fertiges Dach. Und da hinten der Raum, der ist sowieso, das ist hier so eine Abstellkammer, weil dort haben wir halt kein Licht. Das ist zum Wohnen halt immer sehr trist und traurig. So. Jetzt kommt hier die nächste Etage drauf. So. Quatsch. Na, du bist hier nicht willkommen. Immer diese ungebetenen Besucher. Halt nur eine schmale Etage. So. Jetzt heißt es warten, dass es hell wird, würde ich fast sagen. Was wollen wir jetzt noch groß machen? Ohne Rohstoffe. Das wären hier genau zwei immer. Nee. Sieht doof aus. Ist da unten was? Ah! Ein Sandkrieper! Die spawnen bestimmt in unserer Abstellkammer. Ah, es wird langsam Tag. Das ist ein Fenster. Wie oft soll ich euch das noch erklären? Fenster! Nix, Tür! Tür! Oh, oh, bo, 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 bo. Ah! Okay, es ist eine Tür. Es ist eine Tür. Autsch. Also er hatte überzeugende Argumente. Ah! Und die war noch überzeugender. Aufregender Morgen. Und jetzt frisch ans Werk. Und neues Holz holen.
und vielleicht auch ein